Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen wieder bei Moviecheck und zu einer kleinen Teaser-Trailer-Reaction. Es geht um Venom 2 Let There Be Carnage. Ein Film, der ursprünglich eigentlich sogar im Jahr 2020 hätte erscheinen sollen, aufgrund der Corona-Pandemie jetzt aber tatsächlich auch um genau ein Jahr verschoben worden ist. Bis dato ist das Release-Date der 21. Juni 2021, also wirklich noch von heute an ein Jahr, wenn ihr so wollt. Und dreht sich um natürlich wieder Eddie Brock, verkörpert von Tom Hardy, und Cletus Cassidy, von niemand Geringerem verkörpert als Woody Harrelson. Und Cletus Cassidy, das ist ein Psychopath, ein New York in Angst und Schrecken haltender Psychopath, der in den Comics zumindest Zellengenosse von Eddie Brock ist und Venom quasi, als Eddie aus dem Gefängnis entlassen wird, einen Teil von sich in dieser Zelle zurücklässt und sich mit Cletus Cassidy verbindet. Und dieser Venom-Spross sozusagen wird dann zu Carnage. Und ich finde es deswegen interessant, diese Background-Story aus den Comics hier auch anzufinden, weil wenn wir uns an die Post-Credit-Szene, an die finale Szene aus Venom 1 erinnern, da sehen wir ja auch, wie Eddie Brock zumindest jetzt nicht selbst inhaftiert, aber immerhin Cletus Cassidy im Gefängnis besucht. Und genau diese Szene könnte tatsächlich die Geburtsstunde von Carnage werden, denn Cletus Cassidy sagt ja auch, wenn ich hier jemals rauskomme, dann gibt es ein Gemetzel à la Carnage. Und dementsprechend ist wahrscheinlich auch tatsächlich nunmehr der Untertitel zu Venom 2 zu werten, der da lautet Let There Be Carnage. Und ich möchte natürlich jetzt auch diesen kurzen Teaser mit euch sehen, diesen Logo-Teaser, und dementsprechend sage ich jetzt 3, 2, 1 und Play. Wenn es denn geht. Play. Tja, in den Staaten anscheinend sogar einen Tag später als bei uns. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist es bei uns wirklich der 24. Juni? Na gut, auf jeden Fall, die Musik ist schon epic, die jetzt einfach auch so mit ihren Höhen und ihrer, ja, Nachdrücklichkeit das psychotische Treiben von Carnage eigentlich beschreibt. Und dann aber auch noch aufgrund dieses Halts in der Musik uns quasi nochmal diese Symbiontenatmosphäre, dieses Alienhafte nochmal mitbringt, ne? Also dieses hallende, hochtönige, musikalische, 20-sekündige Kurzstück in diesem Teaser-Trailer bringt eigentlich schon das auf den Punkt, was ich von diesem Film erwarte, nämlich Angst, Panik und eigentlich all das, was ich mit dem alten Ridley Scott Alien-Film verbinde, plus den Humor eventuell auch von Venom, der jetzt aber hier musikalisch noch nicht eingefangen wird. Hier wird es tatsächlich dieses imposante Alien-Theme geben. Und personifiziert ist das natürlich jetzt in diesem Teaser-Trailer durch den roten Namen von dem Antagonisten des Filmes, Carnage. Und wow, ich freue mich auf jeden Fall auf das erste Bewegtmaterial zu Venom 2 Let There Be Carnage. Wobei ich da direkt anmerken muss, ich glaube nicht, dass das der endgültige Titel des Filmes sein wird. Wie steht ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Teaser-Trailer, Ankündigungstrailer? Dass der Film kommt, ist ja klar, aber jetzt haben sie es auch nochmal mit einem 20-sekündigen Teaser klargemacht. Was haltet ihr davon? Braucht ihr das? Inwieweit glaubt ihr, spielt ihr auch in dem Spider-Verse mit, welches ja hin und her zu jumpen scheint zwischen dem Sony Pictures Cinematic Universe Marvel und dem Marvel Cinematic Universe von Disney? Ich bin auf jeden Fall schon Feuer und Flamme, freue mich drauf, freue mich auch auf die andere Produktion aus dem Hause Sony Pictures, gekoppelt mit Marvel Morbius, wo Jared Leto ja mit am Start sein wird. Die Teaser-Trailer bzw. Trailer-Reaction zu Morbius findet ihr übrigens schon auf meinem Kanal, packe ich euch auf die Endcard. Das war's von mir. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil.